Sei gegrüßt, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Aber wie sollte das möglich sein? Ich war nie mit einem Mann zusammen. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in hohem Alter einen Sohn empfangen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich bin bereit. Ich bin die Magd des Herrn.